Guck mal, war die letzte irgendwie Zeitreise, die ihr gemacht habt? Oder irgendwie, oder wie man es nennen sollte? Das war auch Ägypten, das. Ja. Das ist auch gar nicht lange her, wie in Ägypten war, oder? Nein, ihr war. Ach so. Kein Urlaub mit ihr wir zwei. Flieger, ja. Das war noch ärger. Ich sag dem Bäcker mal, das Kairo, Lux war alles dort, ist ja doch eine schmutzige Angelegenheit, überall der ganze Mist, der ganze Dreck. Er hat wieder mal Zeit, seine Fotos durchzusehen am Computer und dann, man sieht in Ägypten nur immer Müll. Die schmeißen, für jedes Teil brauchen die eine Plastiktüte und schmeißen das einfach vom Hochhaus runter. Ja, und überall. Es ist alles schmutzig. Und das hat er dann durchgedacht und dann... Und dann sagt der Bäcker zu mir, sagt, das war nicht immer so. Also wieso? Da sagt er, ich zeige Ihnen was. Da kommen wir uns mit, machen wir eine kurze Reise nach Ägypten. Und ich sage, was heißt kurze Reise? Ja, sagt er, sie sind in einer Minute wieder zurück. Schnapp mich bei der Hand, wir sind irgendwo im Vorort von Kairo. Ja, du musst aber die Geschichte jetzt weiter erzählen. Ja, vor einigen Jahren habe ich dem Bäcker mal schon gesagt, ich wäre gern bei dem Bau der Pyramiden dabei. Sagt er, nein, das tun wir nicht. Nicht? Ja, nein, das tun wir nicht. Zu gefährlich. Ist zu gefährlich. Das, ich habe da auch nicht nachhaken können oder was, aber das war nicht... In seinem Sinne. In seinem Sinne. Und dieses Mal, wie gesagt, er zeigt mir was vor 140 oder 120 Jahren. Ich habe nur schnell meine Kamera gepackt. Diesmal durfte er die Kamera mitnehmen. Was? Du hast eine Kamera dabei gehabt? Ja. Du hast Filme gemacht, irgendwie vor 120 Fotos. Jahren. Ja. Und die gibt es. Ja, jetzt, ja. Das ist in dem jetzigen Buch. Ist im Buch drinnen, aber. Mhm. Du siehst mich jetzt auch ein bisschen erstaunt. Ja, aber das Blöde ist, ich habe vorher noch. Also bevor er da weggefahren ist, habe ich mit meinen Nichten noch Fotos gemacht, posieren und alles und habe das letzte Bild auf schwarz-weiß, wie es halt dann ausschaut. Und ich habe das vergessen umzustellen, wieder auf Farbe. Jetzt sind die Fotos, wo er gemacht hat, alles nur in schwarz-weiß. Aber es macht ja nichts. Aber jetzt ist, ja. Aber es sind Fotos. Wunderschöne Fotos. Eine Nilüberschwemmung. Aber es war das erste Zeitreise, Mal. Du nimmst die Kamera mit, machst Fotos, ja. Bringst sie dir hin und verfasst ein Buch. Ja. Aber das ist das erste Mal, wo er Fotos mit, also machen durfte. Ja, normal sagt er immer keine Fotos mitnehmen. Nichts filmen, nichts. Ist das ein Liberaler geworden, so ein bisschen, oder? Ich weiß gar nicht, warum er das gesagt hat. Und er hat auch gesagt, er hat seine Celabeya anziehen müssen. Ja. Ich habe zwei Celabeyas. Eine dunkelblaue, eine weiße. Das ist ein ägyptisches Gewand, ist das, ja. Vor 120 Jahren. Ja. Ja, das ist immer noch gleich. Also das ist. Hat sich nicht geändert. Das hat sich nicht geändert. Nein. Vor 120 Jahren sah es anders aus. Na. Ich denke, der hat gesagt, dass es sehr anders aussieht. Ja, aber das Gewand nicht. Nein, ich rede nicht vom Gewand. Nein, dass wir nicht auffallen. Ja, verstehe ich. Ja. Aber wie Ägypten vor 120 Jahren aussah. Ja, ja, ja. Wunderschön, die Straßen. Kein Müll. Kein Müll zumindest. Schon ärmlich und auch alles so, aber... Aber nicht verschmutzt da. Und so Karrenwagen und so, ja. Zeug, Eselkarren. Aber das sind interessante Aufnahmen. Ich habe nicht viel gemacht. 6, 7 oder 8. Nein, nicht so viel. 4 oder 5. Ich weiß nicht mehr. Das sind nicht so viele Fotos. Aber das sieht man alles so. Das ist kein Asphalt. Da ist kein... Die Häuser aus Lehm zum Teil. Also ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz normale Häuser. 120 Jahre. Ja. Ich bin ja auch öfters dort gewesen. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht ihre Kultur. Die haben gar keinen Bezug dazu, zu Ägypten. Kann sein.
Nee, ist es so. Ja, ja. Das ist nicht ihre Kultur. Also muss da irgendwie was vorgefallen sein. Das sind nicht die Ägypter. Die sind ja heute noch nicht richtig angekommen. Guck dir die Architektur irgendwie an, was sie da irgendwie bauen, die Hütten, die in sich zusammenfallen. Ja. So Leute sollen Pyramiden gebaut haben und diese ganzen Dinge. Ich glaube nicht. Wie denn? Ja. Ich glaube nicht. Nein, wir auch nicht. Ich war jetzt 44 Mal in Ägypten. So oft war ich jetzt nicht, aber irgendwie, wenn du guckst, wir hatten ja einen Beitrag mit Erich von Däniken gemacht. Ja. Hat einige Dinge darüber erzählt und ich wollte mir selber ein Bild machen. Bin genau an die Orte gefahren mit den Sarkophagen und diese ganzen Dinge. Ich war auch da drin. Ja. Und das stimmt irgendwie was nicht an dem ganzen Ablauf. Also irgendwie, die waren viel, viel weiter hoch. Das sind nicht dieselben. Das sind nicht dieselben. Ja. Spannend. Aber wie gesagt, so läuft es mit diesem Bäcker ab. Eines der interessantesten Sachen ist das, wenn du Leute besuchst, die schon tot waren. Wie der Walter Ernsting, der die Berlin-Roland-Romane geschrieben hat. Aha. Den haben wir zweimal besucht. Zweimal besucht? Ja. Als Lebendigen oder als Toten? Als Toten. Als Toten habt ihr ihn besucht? Ja, das muss ja zugesagen. Ach so, ja, das ist für mich so. Ja, das ist manchmal so für uns verständlich und für andere, ja. Ja, ihr habt ein ganz anderen, irgendwie ganz anderes Spektrum. Ich weiß es nicht, alle Dinge, die ihr da so. Der hat eben ein Glas Whisky angeboten am Krankenbett, wenn er war. Im Mozartstift, den Eindring drüben in Deutschland. Da war er der. Also so Zeit und Raum spielen für euch gar keine Rolle. Du kannst eigentlich dann überall irgendwie in Aktion treten. Du brauchst nur ihn. Wenn der Bäcker will, ja. Ja, aber nur wenn der Bäcker will. Also wir können schon sagen, wir wollen da und dahin. Wenn er nicht mag, mag er nicht. Nein, nein. Und er gibt auch sowieso keine Auskünfte. Persönliche Auskünfte überhaupt nicht. Von der Zukunft eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, aber nehmt euch ja mit. Aber in Zukunft nicht, oder? Oder doch auch? Auch, was war das jetzt? Nein, das erzähle ich nicht, das ist im Buch. Nein, das will ich nicht erzählen. Im letzten Kapitel. Du kannst es andeuten. Die Leute können ja das Buch und das mit der Kapelle. Ja, genau, mit der Stille Kapelle. Das war das erste Mal, wo er eigentlich... Über die Zukunft geredet hat, ja. Ja, wo er mich kurzzeitig in die Zukunft geschleudert hat. Wo bist du gewesen? In der Stille Nachtkapelle. In Oberndorf. In Oberndorf. Da Laufen Oberndorf. Das heißt. Bitte? Laufen Oberndorf. Ist nicht so weit, ne? Ist nicht weit, das ist vom Verlassing 20 Kilometer. Jahrzehnten drüber. Nein, das sollen die Leute, nein. Ja, aber du musst doch sagen, irgendwie, du musst die Leute ja ein bisschen animieren. Man kann ja ein anderes Erlebnis erzählen. Aber dann erzähl ein anderes. War unterwegs. Du kannst es aber nicht dauernd irgendwie neugierig machen und dich dann wieder rausziehen. Nein, okay. War unterwegs beim Latschenwirt Richtung Ilmaier Madonna. Achso, der Wanderer. Genau, der Wanderer. Ja, genau. Das ist auch ein Kapitel im Buch. Dann habe ich dann Pause gemacht am Kneippbecken. Und, bist du dort schon gewesen im Latschen, beim Latschenwirt? Ja, zum Ilmaier Donner ist ja klar, dann kommst du ja von der Kneippanlage vorbei. Ja. Ja, genau. Da war das mit Ilmaier Donner. Ach so, nein, das ist Schmarrn. Du bist jetzt bei der Kugelmühle. Ah ja, freilich da. Kneippanlage ist ja dann nach der Latschenwirt, ist die Waldandacht. Kneippanlage. Genau, Waldandacht. Ich vergiss. Hast du auch schon? Die Waldandacht. Ich sage immer Ilmaier Donner. Und dieses römische Steinbruch, oder? Jein, weil diese Straße weiterfährst. Diese Bergstraße? Ja. Mhm. Dann kommst du zum Latschenwirt. Und dann war die Straße wieder so, dass du wieder rauskommst auf die Hauptstraße. Mhm. Aber beim Latschenwirt vorne, das ist ein riesiger Parkplatz dort. Und von dort aus geht ein Fußweg. Ja, nein, es ist eigentlich eine Schotterstraße. Weiter bis Groß-Gmain. Ja.
Und da kommst du an einer Kneippanlage vorbei, wo du im Wasser dahin laufen kannst. Und kurz danach ist dann die Waldandacht, wo der Schwarzberger immer am 21. Dezember und so eine Weihnachtsfeier macht. Ja, diesen Weg meinen Sie jetzt. Mhm, ja, ich verwechsel das immer. Und dann bin ich bei der Kneippanlage und auf einmal kommt von oben herab ein Wanderer. Es war ein schöner Tag. Sonne war da, war ziemlich warm und der mit langen Hosen, mit Pulli an, dann denke ich mal, der ist ein bisschen verkehrt angezogen. Und war irgendwie, hat sich so komisch benommen und dann habe ich gesagt, ja, grüß Gott. Du musst noch sagen, du hast den Hund mitgebracht. Ja, einen Hund habe ich dabei gehabt. Einen Schäferhund. Einen Schäferhund. Den hat sie ausgeführt an dem Tag. Und dann sagt er von Verstörung, dann sehe ich schon die Schweißperlen oben und hab ihn gefragt, ob er was zum Trinken möchte. Ja, ja, und dann hat er sich neben mir hingesetzt und dann habe ich gesagt, ja, schöner Sommertag ist da, schon ein bisschen verkehrt angezogen. Und er nur so, Und gesagt hat, ja, für ein, was war das für, dann sage ich noch den Tag, was mir, ich glaube, 6. Juli. Irgendwann im Juli war es, ja. Ja, Juli. 2022. Dann zuckt er zusammen und sagt, was haben wir? Ja, den ist das Datum. Dann schaut er mich an. Das gibt's doch gar nicht. Und murmelt noch was und dann sagt er, ja. Weil mir das irgendwie so komisch vorkommt. Es ist ein warmer Tag, er ist lang angezogen, mit Pulli, Schweißperlen, total ein bisschen verwirrt. Und dann frage ich so ganz direkt, so mal gedacht, jetzt fragst du mal. Ja, es kommt schon vor, dass in dieser Gegend noch viele irgendwie in einer anderen Zeit kommen. Und dann hat er rausgerückt, er gesagt hat, ja, er war im Herbst unterwegs und er war ein bisschen erschöpft. Und dann hat er sich kurz hingelegt. Und ist anscheinend eingeschlafen. Und dann ist er aufgewacht und es war Sonnenschein und total warm. Und dann hat er gesagt, ja, welches Datum bitte, welches Jahr? 2035. Dem Moment, dann sagt es, steht auf und rennt wieder weg. Und ich immer schnell die Sachen zusammenpackt und wollte ihm hinten nach. Ich wollte wissen, wo er hingeht oder was jetzt noch ist. Und dann habe ich ihn leider verloren, ja, weil er schneller gegangen ist als ich. Und um die Ecke beim Ding habe ich ihn dann gar nicht mehr gesehen. Und weg war er. Und das haben wir jetzt ins Buch eingearbeitet. Und das ist der Wanderer, ja, diesen, zwischen die Zeiten ist jetzt ein neues Juli, Kapitel. Diesen Juli war er das. Mhm. Also was ganz Aktuelles. Ja. Und fliegen die Sachen auch richtig zu, ne? Obwohl wir es nicht suchen. Ja, obwohl wir es nicht suchen. Es ist... Ah. Ja, uns wird es nie langweilig.